Gelbes Auto. Grünes Auto. Mann ist es. Mama, Papa, Kind. Wir haben jetzt die neue Maschine bekommen. Das ist auf jeden Fall eine Riesenerleichterung für uns. Wir haben ganz lang darauf gewartet. Wir haben ja schon lange gewusst, dass die kommen wird irgendwann. Zwar natürlich wäre es uns lieber, wir bräuchten sie nicht mehr, aber es ist einfach noch mal ein Stück mehr Freiheit. Man hat sich immer vorgestellt, wenn er das dann umsteckt und dann war endlich der Tag da. Unbeschreiblich. Und es war wirklich so, wie ein Klick hat es gemacht. Er hat dieses neue System gehabt und ist viel mehr rumgelaufen. Super! Wir sind hellauf begeistert von dem neuen Antriebssystem. Jetzt, wo er selber mehr aktiv ist, angefangen hat, selbst eigenständig zu laufen, ist er dadurch natürlich viel einfacher zu handeln und viel mobiler. Das heißt, wir haben letztendlich von all dem, was wir haben, wie Sie unschwer erkennen können, nur Vorteile. Und da sind wir sehr froh darüber. Und ich glaube, wir sind froh darüber, aber noch viel mehr ist die Mama froh. Dieser Antrieb macht einen Bruchteil der Geräusche, die der alte Antrieb gemacht hat. Im normalen Tagesleben hört man das überhaupt nicht mehr. Oh. Da. Da. Und nun? Sehr gut. Wir können ja mal gucken, ob wir beim Jauch vorbeigehen. Also die Idee, ob der noch da ist. Oh. Guck mal. Ist er da zum Aufzug? Wir können spazieren gehen, weitere Wege auf dem Klinikgelände zurücklegen. Also es ist kein Vergleich zu vorher. Man merkt einfach, wie ihm das gut tut, die frische Luft draußen, die Autos anschauen. Der ist so fröhlich. Das ist einfach für alle eine ganz große Erleichterung und auch für alle kommenden Eltern, wo das bekommen werden. Das ändert natürlich nichts an der schlimmen Situation, aber es ist auf jeden Fall viel erträglicher. So soll es ja sein. Dafür ist es ja da, dass wir trotz der schweren Herzerkrankung den Kindern mit der Technik ein normales, so werden wir das sagen kann, natürlich mit Krankenhausaufenthalt und den Kunstherz, aber trotz alledem ein so normal wie mögliches Leben ermöglichen, wo sie sich normal entwickeln können. Das klappt immer wieder hervorragend.